Alles klar. Dann resumen wir Game. Machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben beim letzten Mal zwei weitere Level gemacht. Das heißt, wir schauen, wie weit wir heute kommen. Bei mir ist es stockdunkel und es könnte sein, dass man eventuell irgendwann mal Ventilator im Hintergrund hört. Man wird es nie rausfinden. Man kann ja mal kurz zur Stille lauschen und gucken, ob man den Ventilator hört. Nein, der ist relativ ruhig. Alright. Ein Kappa ist dieser Standard-Smiley, der in Twitch immer genutzt wird. Dieses Gesicht, dieses Graue. Das ist ein Kappa. Chapter 9. I liked you better when you were dumb and gorgeous. Ah, willkommen in der Welt. So, langsam. 1300 DPI. Hätte laut sein können. Tut mir leid, wenn ich irgendwelche Bluten zum Ohren gebracht habe. You are not illiterate. Okay, dankeschön. Erstmal durchchecken. Long time I didn't play. Das Einzige, was ich gerade gewohnt bin, ist The Witcher. Das ist, wir gucken, wie wir auskommen. Und, ah ja, ne. Wow, wunderschön. What's wrong with these guys? Sieht schön aus. Und sie haben was gegen uns. Wer was gegen mich hat. Macht sich gerade ganz, ganz viele Feinde. Gerade so in der Situation nicht das, was ich jedem Menschen empfehlen würde. Aber hey, jeder macht sich gerne Feinde. Irgendwie bei jedem. Oh, ich habe aus Versehen fast eine 5-Sterne-Bewertung. Das war das erste Mal, dass ich so weit gekommen bin. Wieso gebt ihr mir nicht die vollen 5 Sterne, Leute? Gebt sie mir. Ich verlange danach. Alright, dann halt nicht. Kann ich hier irgendwas vielleicht kaputt machen? Okay. Ich habe gehofft, dass ich einen Schock bekomme, weil ich es berühre. Das wäre so ein bisschen typisch für das Spiel jetzt gewesen. Und, oh, was ein. René, auch für dich gibt es einen Stream-Chat. Nur so, es gibt sowas wie einen Stream-Chat. Ich werde gleich für dich, allein für dich, in Steam offline gehen, damit du aufhörst, mir in Steam zu schreiben. Ich mag das nicht, wenn irgendjemand meint, Exklusivität oder so ein Kram zu haben. Und hey, Secret, ich habe nicht mal danach gesucht. I don't even know how the fuck I found it. Upsala. Mathematik ist scheiße. Willkommen im Club. Ich habe kein Mathe mehr. Wahrscheinlich für den Rest meines Lebens nicht. Der Ausschnitt, though. I've seen plenty of ships, but no tankers. He must be on the other side of the dock. Figures. He's doing his best, dear. That's what I'm afraid of. Er macht doch nur sein Bestes, davor habe ich Angst. You're going to need to work on the hard part. Bitch. Okay, mal gucken. Ich weiß, dass ich hier gleich zu Anfang bestimmt irgendwo in der Ecke irgendwas übersehen habe. Und ich habe eh das Gefühl, dass ich bei solchen Leveln allgemein ziemlich viel übersehen kann. Which I'm plenty afraid of. Und, Cookie. Confucius say it is easy to hate and difficult to love. Frankie say, relax. What the fuck? Das ist ein gigantischer Kran. Das Level sieht fucking gorgeous aus. Okay, wenn es hier weitergeht, dann wollte ich noch gucken. Ich habe das Gefühl gehabt, dass vorhin im Raum... natürlich muss direkt... Natürlich kann ich einfach stehen, es müssen drei da sein. Mein Fluch. Dann gucke ich gleich noch was hier unten, das wollte ich sagen, weil dann... Logischerweise habe ich irgendwas übersehen und das möchte man nicht. Du darfst ruhig chargen. Mr. Lo Wang. Ich darf auf jeden Fall schon mal das hier nachladen, denn es wird ja wahrscheinlich vermutlich gleich ein bisschen Geballer und Explosion überall geben. We'll look up for that und so. Ich hole einfach mal schon das Ding raus. Das ist hier meine Lieblingswaffe. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe, glaube ich, in letzter Zeit nicht wirklich auf mein Geld gecheckt. Ich habe alles gecheckt außer mein Geld. Da habe ich bestimmt einen Punkt über. Mache ich später, weil ich ein paar Punkte mehr habe. Money, ja, yeah, ich habe genug. Bloß hatte ich das Ding schon vorher upgraded. Okay. Wie sieht mir das Schuli aus? Können... Double Power. Wir können Double Power kaufen. Das kostet 4000. Reloads Half Time.
The more the merrier, bro. Yeah, it's right. Golden Rubber werde ich vermutlich nie wirklich upgraden, weil ich einfach nicht mag. Ich nutze ihn halt auch wirklich nicht. Laser Sight ist nicht das Wichtigste, aber es increased accuracy, ja gut. Crossbow nutze ich meistens. Ich möchte mal gucken, dass ich die Shotgun vielleicht ein bisschen mehr nutze. Also gucke ich, dass ich mir die Quadpack hier holen, damit vielleicht ein bisschen mehr Spaß damit habe. Und direkt ein Double Shell Clips nehmen. Das heißt, wir nehmen das Ding. Oh yeah! Ist das voll aufgeladen. Oh yeah, gonna have some fun. Kann ich jetzt 4 Schüsse perfekt abfeuern, jo. Geht voll und ganz, alles klar. Oh, ich kann dich eh nicht mitnehmen. Nope. Dann ein Schritt zurück. So. Hab gelernt. Ich hab gelernt. Und wir schauen uns jetzt erstmal hier oben ein wenig. Während der Chat ein wenig tot ist. Fühlt euch frei zu spammen. Oh, ja. Yeah. Alright. Wisst ihr was? Ich traue dem Spiel nicht. Nee. Da, diese. Okay, scheint nicht explosiv zu sein. Alles klar. Vermutlich so. Ich will gerade F5 drücken, um zu speichern, weil ich kann jetzt so viel Witcher spielen. Aber egal. Lights are out, das ist sehr schön. Oh, und ich höre schon, das spawnt was. Das spawnt was. Lights are out ist sowas wie eine Einladung zu spawnen, oder? Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das unendliche Verlangen, da reinzurennen, mich selber umzubringen. Ihr kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich das unbedingt machen muss in meinem Innern. Aber wir halten uns, glaube ich, ein einziges Mal zurück und gucken, dass wir einfach weitermachen. Medkits. Na? Da, meine ich's. Das Geld ist manchmal so mies versteckt, dass sie es einfach übersehen können. Einfach so, ihr lauft dran vorbei und es wird einfach kurz nicht aufblicken, ihr schaut nicht hin und ja, ihr habt Geld übersehen. 100% an Geld in diesem Spiel mitzunehmen ist auch so eine besondere Sache. Alright. Ich werde da nicht vorbei können, das heißt, ich muss einfach mal zurück und hinten da, wo ich die Elektrizität ausgeschaltet. Ja, muss ich. Das Monster sagt ja. Wenn du irgendwas gemacht hast im Monster Spawn in der Richtung, dann ist es die richtige Richtung. Keine Sorge. In jedem einzelnen Spiel ist das. Die pure Wahrheit. Bringst du was zum Spawn, hast du es richtig gemacht. Oh, du bist ein Vollidiot. Bringst was zum Spawn, hast du eigentlich was gemacht, aber du läufst immer noch den falschen Weg entlang, weil du besonders bist. A beautiful. Oh yes it is. Oh yes. You might as well just go and fuck yourself, mate. Oh, das blättert alles so schön. Guckt euch das an. Wie alles in die Luft gesprengt wird. Das macht er fast schon glücklich. So. Und ein ordentlicher Charge von rechts nach links und umgekehrt. Und weg damit. Alrighty. Noch ein Freiwilliger? Oh fuck, wieso frage ich überhaupt? Oh Gottes Willen, das sind ein paar viele. Ich glaube, die hole ich mit der Kimbo einfach mal runter. Das geht dann schön ordentlich schnell. Wenn ich natürlich gescheit aimen könnte. Ich würde. Wow. Die Charge schon runter. Alles klar. Ich finde es übrigens gerade echt angenehm, die teilweise einfach mit einem Schwert runterzuholen, als wie ein normaler Mensch die runterzuballern. Also, sofern ein normaler Mensch sich überhaupt auf die Idee einlässt, mit Dämonen und Schwertern zu kämpfen, aber fuck that. Sag mal, spawnen die gerade endlos nach? Feels like it, um ehrlich zu sein. Feels wirklich like it. Es werden irgendwie nicht weniger, egal wie viel ich von denen umbringe. Und ich bin gerade nicht so der Beste im Zielen. Könnt ihr vergessen, den Zielport. Ich treffe absolut nicht, komm schon. Explosive Dart. Nein, könnt ihr vergessen, Explosive Dart. Dann machen wir es auf die reguläre Randweise. Ein Schuss pro Fähig und wir haben die Sache schön schnell erledigt. So, wahrscheinlich eine Scheißbewertung, weil ich so viel Damage... Ja, es geht. Es geht. What the... Okay. So. Schade. Ich muss es herausfordern. Drüben war noch, glaube ich, Medkit, oder? Hier in der Ecke. Ja, meine Erinnerung lässt mich nicht im Stich. Perfekt. Dann laden wir mal stückweise alles nach. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, da oben hat was geladen in der Ecke. Ist quasi dasselbe wieder oben. Ist eh alles gleich. Nope, hier gibt's eine. Ah, doch, hier in der Ecke. Und sonst
Ein Ladebalken. Sehr schön. Ich möchte die ganze Zeit F5 drücken. Ich habe echt zu viel Witcher gespielt. Ich habe so viel Angst, eine falsche Dialogoption zu wählen, dass ich denke, dass es eine Shadow Warrior Dialogoption gibt. Leute, was ist los mit mir? Das ist übrigens auch hochexplosiv. Ratet, was ich nicht. Bye bye. Hab'n gesniped. Was ich damit machen werde. So. Oh, Jump'n'Run-Anlagen. Nein. Kann ich hier nicht einfach irgendwie einen optionalen Weg nehmen? Ich möchte nicht die Jump'n'Run-Anlage machen. Außerdem würde ich mit euch ziemlich stark wetten, dass mich das hier umbringen wird, so wie ich mich kenne. Ja, ich kann auch 100% nicht rüber. Hm. War das? Ah, das hat geblinkt, okay. Dann habe ich das gerade einfach übersehen. Dann weiter. Yay! Wir machen uns so. Eine Brücke! Voller Liebe. Ich werde nicht mal hingucken. Ich guck beim nächsten Mal hin, was ich explodieren lasse. Ich meine, das habe ich so schon 27 Mal gesagt, aber ich guck beim nächsten Mal wirklich hin. Voila! Ich habe hingeguckt. Es kann dann nicht mehr viel explodieren außerdem, da. So. Vermutlich gibt es ja ohnehin gleich einen Kampf und ich habe mir gerade einfach nur meine Ressourcen gewastet, die ich hätte im Kampf nutzen können, aber fuck that, right? Ich möchte einfach nur springen, zu gucken, ob ich irgendwas so weit zerstören kann, dass ich vielleicht, weiß nicht, Secrets finde. Aber dem scheint gerade nicht so zu sein. Und natürlich muss jetzt immer noch was existieren. Komm her. Wir gehen mal kurz zur Seite. So, whoop. Wir laden kurz mal eine unserer Waffen nach. Nein, 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 nein. Ich möchte die Shotgun nachladen. Ich glaube, die 4 Schuss sollten reichen. Ja. Yep. Und mit 4 Schuss meine ich einen hierfür, einen dafür und einen dafür. Es hat nicht gereicht. Es hat sogar so schön ausgeschaut, als hätte ich alles geplant, dass ich genau 4 Schuss brauche und der letzte muss überleben. Und natürlich muss überhaupt noch einer überleben. So. Got you with that thing. Got you with that one over here. Weg mit dem Arm. Komm schon, 2,5 Sterne. Das hatte Stil. Gut, ich hab Damage gefressen, aber es hatte Stil. Ich hab so verdammt viele Waffen benutzt, aber es hat immer noch Stil. Alright. Alles nachladen. Wollt ihr eigentlich mehr Schwertplay sehen? Waffenplay, also Pew-Pew-Play? Oder ist es so, ich gerade geschnuppe mit was ich spiele? Weil ich finde manchmal, hier nutze ich zu wenig Schusswaffen und dann versuche ich richtig auf Zwang Schusswaffen zu nutzen. Which mostly ends up in a big mess of dead people. Including me. Find number 5 and help King Yomi. Okay. Getting back is going. Ich hoffe nicht. Ich nehme. What the heck? Das ging schnell. Ihr müsst doch direkt neben mir spawnen. Okay. Might be a bitch, actually. Die fliegenden Dämonen erweisen sich gerade als super nervig. Kann ich da nicht einfach nicht mal mit der Shotgun einfach so reinballern und ich werde möglichst viel auf einmal erwischen? Scheint nicht. Gut, dann ein nach dem anderen aufs Schönste. Oh, ich weiß, was die schnell abschalten könnte. Das ist falsch, aber ich kann trotzdem mal, glaube ich. Nope, geht nicht. Dann machen wir es damit. Es funktioniert schnell und effizient. Plus ich habe hier ohnehin Kopf legen, das heißt, ich musste mal verbrauchen. Ja, dann heben wir hier mal kurz unseren neuen Kopf auf. Das Ding nehmen wir mit dem Schwert mit. Ich habe gesagt, das Ding nehmt es sich selbst mit, okay. Dann nehme ich das da oben mit dem Schwert mit. Oder gar keins. Habe ich absolut gar kein Problem damit. Außer, dass es nicht cool genug für mich aussieht. Und wir können auch fort weiterlaufen. Alright. Kleiner Karma-Bonus hier. Eine gesunde Mischung, alles klar. Hat sich das Ding. Das Ding hat sich ernsthaft zurückbewegt. Ach komm schon. Achso, das meinte ich mir, das ist gonna be bitch. Hm. Das kann wirklich eine Bitch werden. Das könnte wirklich als eine Bitch erweisen. Okay, es könnte definitiv fucking tief eine Bitch werden. Gucken wir, dass wir hier alle mal so stückweise wegsnipen. Da ist einer. Da ist einer.
Er hat sich wieder runter bewegt. Bisschen uncool. Hör auf, euch zu ducken, wenn ich euch anschieße. Ihr Miststücke. Guckt euch das an. Sie sind die ganze Zeit an einer einzigen Stelle. Und sobald ich sie anschieße, springen die einmal weg. Dankeschön. Wieso nicht gleich so? Oder sie werden zu Raider Demons. Alles klar. Wie kommen wir jetzt auf die andere Seite?